Thank you for following. Months go by and I still feel wrong. Can't sleep, can't eat, can't write a song.
I let you go. I'll pull back in by your hair on my coat. So, meine Lieben. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Heute gibt es einen ganz kleinen Streaming-Bergfest-Quickie. Einfach weil ich am Wochenende nicht kann. Genau deswegen, meine Lieben, starten wir es nochmal durch. Und machen uns heute Abend noch einen schönen gemütlichen. Bis ungefähr 20 Uhr bin ich für euch da, meine Lieben. Wupp. Wupp, wupp. Aber zuvor gehen wir nochmal in Endspurt jetzt hier. Nochmal volle Pulle durchstarten. Ab geht's zum Bergfest, meine Lieben. So, siehst du, da haben wir es doch schon geschafft. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Abend. Jedes Mal, wenn sich der Hund das erst später überlegt, habe ich dann da ein Loch drin. Ah, so. Ein bisschen leiser, so. Nini! Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner? Weißt du Bescheid? Machst du das normal, mach ich das in Ohrenwäschetrockner, meine Liebe. Und dazu gibt's doch hier einen Dusch dazu. Verstehst du? Nee, nee, meine Liebe, alles fein bei dir? Wie war denn dein Tag so? Nimm dir einen Pfefferkuchen, wenn du magst. Njam, njam. Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohrenwäschetrockner? Muss ich wirklich erst zu dir kommen? Nee, nee, du Verrückte, hör auf damit. Vielen Dank für unsere 200 Bits, Dankeschön. Vielen lieben Dank, das ist echt lieb von dir. Das will ich sehen. Komm her, du, ich zieh dir den Löffel lang. Mir geht's damit gut. Gerade von Arbeit zurück und Blutspende. Oh, die Nini hat heute was Feines gemacht. Sehr fein. Das lobe ich mir. Bravo, bravo. Warte, warte. Für die Blutspende gibt's für mir, gibt's unter anderem von mir dieses da. Das ist fein. Mach so, wie Nini es macht. So gehört sich das. Das ist prima. Genauso soll es sein. Sehr schön. Finde ich sehr gut, Nini. Finde ich sehr, sehr gut. Und sehr lobenswert. Was ist denn das?
Ich guck gerade noch so ein bisschen, was wir heute spielen könnten. Aber da ja meine liebe Nini gerade da ist, können wir mit der Nini noch ein bisschen quatschen. Was hast du denn auf Arbeit so gemacht heute? War viel los? Ah, ist auch wieder mit Schießen. Jeden Mittwoch machst du Blutplasma. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Habe ich auch mal eine ganze Zeit lang gemacht, aber mir fehlt mittlerweile echt die Zeit dazu, noch irgendwo mal hinzugehen. Bin auch gerade von Arbeit rein. Gerade von Arbeit rein, habe mein Zeug fix gemacht, habe dabei den Stream gestartet und habe mich dann hier. Hallo, also uns ist es sehr komisch. Ja, ich weiß, aber ich wollte sie gerne laufen lassen, weil wenn Twitch merkt, dass die Untertitel benutzt werden, dann wenn Twitch merkt, dass die Untertitel benutzt werden, und zwar von Speech to Text, so wie es ja jetzt ist hier, oder ich glaube, das ist OBS, eine von beiden. Wenn ihr merkt, dass es benutzt wird, wird es vielleicht verbessert und ich finde das eigentlich optimal. So kann man sich wirklich auch mal einen Streamer angucken, der Russisch spricht, Japanisch spricht und du hast dann irgendwann mal eine wunderbare Übersetzung unten drunter laufen, weißt du? Und das finde ich eigentlich nicht verkehrt. Das machen einige schon und ich mach da auch schon eine ganze Weile mit und ich hoffe mal, dass sie das verbessern. Entweder ist es, wie gesagt, OBS oder Twitch, eins von beiden. Oder die hängen in Koop zusammen, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ruf hat nicht zu viel los, aber mit Chef für Weihnachtsfeier gesprochen und so weiter. Danach wieder weiter ins Chaos. Okay. Genau, so ist es gedacht. Also schön Untertitel laufen lassen und sich beömmeln, was dabei rauskommt. Ich sehe es leider selber hier nicht. Ich finde es aber sehr spannend. Aber schön, dass du mal vorbeiguckst, mein Liebe. Liebe? Ich glaube, Liber bist du, oder? Du bist ein Liber. Aber wenn wir schon mal hier sind, nimm dir doch einen Pfefferkuchen, wenn du magst. Weihnachtsfeier. Was machen denn zur Weihnachtsfeier, meine liebe Denny? Bin männlich. Okay, dann der. Ich hoffe, ich kann es merken. Der Amortigis. Tigris. Rrr. Da war ein Rrr drin, also spreche es auch, du Sack. So viel los bei euch. Geht das schon vorweihnachtlich schon los bei euch? Ist das schon ein vorweihnachtliches Zeichen? Ach so, bevor ich hier rein bin, habe ich mich noch ganz fix rasiert. Mit dem stumpfen Messer, wie man sieht. Aber der Bart ist abgekratzt, ich kann mich wieder sehen lassen. Vor allem hier bei euch. In der letzten Stream musste ich mich ja so verkriechen. So, dass keiner was sieht. Dann hört ihr mich zwar lauter, aber ihr seht mich nicht mehr. Und meine Nase ist schief, sehe ich gerade. Genau. Tatsächlich habe ich mich das letzte Mal gerühmt, dass ich immer einen Plan habe. Aber diesmal habe ich gar keinen so richtig. Ich überlege noch, ich schwanke zwischen zwei Sachen, die ich mache. Entweder spielen wir noch ein bisschen Power Wash Simulator, weil da habe ich jetzt noch ein großes Haus offen, was wir noch machen können. Oder, das ist aber Discord. Warte. Oder wir schauen mal in Tropico rein. Oder wir spielen ein Truck Simulator, irgendein. Es gibt einen Pinktober bei Truck Simulator. Das ist ja lustig. Wie lustig. Ne, wir haben haufenweise Aufträge, zu wenig Leute und Kunden schreien nach ihren Teilen, weil sie selber zu engpässig zu uns kommen. Weil sie selber zu engpässig zu uns kommen lassen und wir müssen den Zeitdruck ausbaden. Also, ja gut, das würde ich dann aber nicht tun. Bin mal im Hochzocken selbst gerade. Was machst du denn? Was zockst du denn? Magst du erzählen kurz? Wie gesagt, allzu lange geht's ja nicht da oben, bis die Zeit abgelaufen ist. Danach ist für mich auch Feierabend. Ja, das habe ich auch auf meiner Wishlist. Wie ist denn das? Ist das gut?
Das habe ich tatsächlich auch auf meiner Wishlist, glaube ich. Das habe ich auch gesehen. Ich gucke auch ab und zu mal durch, wenn ich gerade nicht am Stream bin. Am Strömern. Ich suchte es. Ja, okay. Und wie ist es? Nein. Ich glaube, ich habe es irgendwo. Sankenland. Das ist, glaube ich, das ist irgendwie so ein Detektivspiel. Oder verwechsel ich das gerade? Oh, ich habe so viel Zeug hier drin. Oh, mein Party of Shame ist riesig. Destroy All Humans, das muss auch irgendwann mal spielen. Martha is dead. Das ist es nicht. Tavern Master, nein. Ach, Sunken Land. Ne, ich habe The Sunken City, habe ich hier. Das ist was anderes. Okay, wollen wir mal gucken, was das ist. Und wir sagen mal, bleib mal gucken. Dann mal gucken, schnell. Shop. Steam, denke ich mal, oder? Sunken Land. Bin halt so ein Survival Freak. Ach, sowas ist das. Guck mal. Hat ein bisschen was von Waterworld, so ein bisschen. Also von dem Film. Ah, okay. Ja. Ich sehe es gerade hier. Ja, sieht das sehr, 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 sehr interessant aus. Geschlist. Ich habe es mit dem verwechselt. Warte mal. Jetzt ist es wieder weg. Hier, The Sinking City. Das muss auch ziemlich gut sein. Ja, passt schon. Seite anzeigen. Das scheint auch sehr, sehr gut zu sein. Sag mal, Nini, hast du eigentlich schon mal American Truck Simulator angezockt? Oder hast du keine Zeit gehabt? Keine Zeit gehabt wegen Zimmeraufbau, nichts angeschlossen. Okay. Ja, macht er nichts. Aber ich darf to-do-Liste, das ist gut. Ja, das scheint auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant zu sein, das Spiel. Da werde ich wahrscheinlich auch mal irgendwann... Ach, ich habe so viel auf der Liste. Oh, lecker, Fanny. Ich weiß gar nicht. Ich muss mal gucken, wo ich die ganze Kohle herkriege dafür. Das ist so heftig. Ja, was machen wir jetzt ein bisschen? Ich würde sagen, ich habe ja persönlich mehr Lust, damit wir vielleicht nebenbei ein bisschen quatschen können. Ich weiß nicht, wie ihr Lust dazu habt. Würde ich tatsächlich erstmal hier bei Epic wieder rausgehen. Und würde einfach noch ein bisschen Power Wash Simulator spielen. Da habe ich jetzt so ein bisschen Lust drauf, ehrlich gesagt. Schön. Nini, wenn du Lust hast, sei gerne dabei. Wir können ein bisschen Bubble nebenbei, wenn du Lust hast. Mach mal diesen da.
Und genau, umgeschwenkt habe ich schon. Also mal gucken, ob der Ton auch da ist. Das ist immer noch Power Wash Simulator, sehr schön. Spotify läuft auch sehr gut. Dann machen wir auch wieder eine ganz gechillte Lo-Fi-Mucke draus. Gucken wir noch, was wir da haben. Übrigens zum Stream, diese Mucke ist auch ziemlich cool, finde ich. Von Panda Beats, der macht ganz gute Mucke. Mal gucken, was wir denn da hier nehmen. Okay, war zweimal drin, auch nicht schlecht. Da kann man auch mehrfach Geld verdienen. So. Dann machen wir einfach noch ein bisschen weiter hier, würde ich sagen. Genau, dann gebe ich das hier bloß ein noch. Bergfest Quickie. Und zwar mit dem Power Wash Simulator. Sehr schön. Da haben wir das auch. Manchmal muss man dieses große Haus hier, das alleinliegende Haus. Und ich glaube, das machen wir jetzt noch ein bisschen. Noch ganz geschmeidig. Okay, ich lege die Karten auf den Tisch. Wir leben im alten Haus von Aster the Eighth. Der exorzistischen, es geht schon gut los, der exzentrischen Schauspielerin, die in diesem klassischen Film die böse Hexe gespielt hat. Na gut, soweit war ich auch gar nicht mit Exorzismus, ehrlich gesagt. Und auf mysteriöse Weise im Nationalpark verschwunden ist. Wir kennen die ganzen Gerüchte um das Haus, aber wir wissen auch, dass wir ein absolutes Schnäppchen gemacht haben. Es macht uns nichts aus, wenn sich die Möbel ein wenig bewegen. Das ist nur Feng Shui, der nächste Stufe. Aber das schmuddelige Äußere geht uns wirklich auf den Senkel, also auf die Nerven. Die Nervensenkel. Und die anderen Hochdruckreiniger in der Stadt haben zu viel Angst, um einen Fuß in unseren Hof zu setzen. Wenn du uns helfen könntest, wären wir auf ewig dankbar. Ja, dann machen wir das doch! Trinken. Nini, du streamst morgen wieder, ne? Ja, morgen. Okay. Und was machst du da Feines? Kingdom Hearts. Ah, okay. Ja, Alphaband. Was denkst du, wann wirst du durch sein mit Kingdom Hearts? Kannst du schon was sagen?
Ach hey. Will das endlich zu Ende bringen, auch wenn die Story zum Zerreißen ist. Ruff hänge noch in der Flucht der Karibik und dann gibt es noch nur noch einen Planeten vor mir, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Planet, wo ich denke, wo es zum Ende gehen wird, weil der vierte Teil, der rauskommen wird, soll auf diesem Planeten wieder losgehen. Ach, guck an. Also hast du es fast geschafft, sagst du. Naja, siehst du. Was machst du danach, wenn du das fertig hast? Weißt du es schon? Auf Kingdom Hearts 4 warten. Ich würde gerne wissen, wie es ausgeht. Dragon Coffee. Ah, okay. Das klingt ja auch spannend. Ich habe ja keine Ahnung, was das ist, aber das klingt so, als würdest du einen Drachen spielen, der einen Kaffee aufmacht, ein Kaffeehaus aufmacht oder so. Na? Der ist voll süß, aber na, nicht ganz, aber ein Drachenspiel mit. Okay. Aber ja, mal reingucken, wenn es soweit ist. Da bin ich aber gespannt. Kingdom Hearts habe ich viel verpasst. Da hat es sich für mich noch nicht gelohnt reinzugucken. Muss ich mal gucken, ob ich das mal irgendwann durchbingen kann nebenbei. Also mittendrin anzufangen ist auch Quatsch. Aber was sagst du, lohnt es sich mal, das durchzubingen? Wie viele Folgen sind das bei dir? Dadurch, dass ich die als Stream hochlade, waren sich ganz viele. Also als Komplett-Stream sozusagen. Ah, okay. Na gut, aber so ein Stream geht da bestimmt auch eine ganze Weile, ne? Zwischen 2 und 8 Stunden, Halleluja! Ja. Naja, aber so diese ganzen langen Streams, das ist schon geil, oder? Das macht schon übelst Fun. Ja, ich finde das auch total mega. Ich mag das auch so sehr. Das eine Mal, wo ich dieses Spiel Guild komplett durchgespielt habe, das waren ja auch so 8 Stunden oder sowas. Oh, das war so mega, das hat so viel Spaß gemacht. Man mag gar nicht aufhören, aber es ist so frustrierend, wenn der Körper Nein sagt. Ja, das glaube ich. Körper sagt Nein. Der längste Stream war 18 Stunden von mir. Oh, wie geil. Was hast du denn da gemacht? Weißt du das noch? Oder ist das im Delirium passiert alles?
habe mit Farok, Lena, Hulk und Hardy Silvesterabend gemacht. Bis Mitternacht, 12 Stunden und danach allein Isolation gespielt. Ach, Alien Isolation, Entschuldigung. Da war kein Doppel L zu sehen. Ja, cool. Ja, lacht euch nur kaputt. Ja, ja. Ja, ja. Immer lacht euch nur kaputt über mich. Ja. Alles gut. Ich weiß ja, dass du es nicht böse meinst. Aber das ist halt so. Das kennst du ja auch. Man liest halt mit einem Auge liest man den Chat und mit dem anderen Auge guckt man, was man macht, ne? Und da liest man nur so halb und erahnt die Wörter. Und dann ist es manchmal falsch. Aber es ist halt so, man will in erster Linie will man Content bieten, ja, also das, was ich jetzt hier mache. Und andernfalls will man ja aber auch den Chat nicht aus dem Auge lassen. Weil der Chat, der muss ja auch gepflegt werden. Und da kann sowas schon mal passieren. Und dann können komische Sachen rauskommen, ganz genau. Ganz genau. So, nochmal gucken jetzt hier. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich zwar schon oft gesagt, aber ich kann es einfach nicht. Ich werde nie müde, das zu sagen. Ich bin echt froh, dass ich dich, Nemi, die Lieke und alle anderen auch so getroffen habe, die ich jetzt hier so kenne auf Twitch. Das ist echt cool. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal so viele Leute treffen könnte hier, die so nett sind. Das ist Wahnsinn. Finde ich echt mega. Ja, oh, ich bin Teil eures Herzens. Ja, da bin ich auch echt froh, dass ich zu euch gefunden habe. Finde ich echt toll. Ich würde gerne mit euch mal irgendwie ein Event machen. Irgendwas. Da hätte ich übelst Bock drauf. Am coolsten fände ich das. Mein Gehirn ist ja komisch. Ne? Also mein Gehirn ist ja wirklich komisch manchmal. Hey, hey, hey. Am liebsten hätte ich das gerne mal, dass mir das Ohr nicht krabbelt. Und dann hätte ich gerne mal, dass wir uns alle mal auf dem Haufen treffen und einfach mal irgendwas zusammen machen. Irgendeinen Stream zusammen machen. Das wäre übelst geil. Hätte ich übelst Bock drauf. Irgendwas zusammen spielen, irgendwas zusammen machen, das online stellen, also live machen. Das wäre übelst cool. Hätte ich übelst Lust dazu.
Das könnte mir echt gut gefallen. Ja, finde ich ehrlich gesagt auch. So, mal gucken, was wir da machen. Ah! Runtergefallen. Mist. Immer die falsche Taste. Kann ich sowas hier hinstellen? Das ist auch doof. Müsste man sich halt bloß mal auskaspern, wo man sich trifft und was man macht, vor allen Dingen. So, da haben wir das schon mal. Schade. Ha! Ich habe jetzt auch noch eine andere Streamerin kennengelernt, über ihren Freund, der hat bei uns mal mitgespielt. Die ist auch völlig in Ordnung, die spielt auch gerade so ein bisschen, die spielt auch so Dead by Daylight oder sowas. Die ist auch echt cool.
Die können wir ja auch mal irgendwie mit einladen, mal zum Spielen, wenn du Lust hast. Nee, weiß ich nicht, wenn du, was du davon hältst. Die hatte mich auch schon gefragt, ob ich mit ihr mal zusammen Pummelparty spiele zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Ob du das kennst. Ja, nee, es ging ja jetzt nie um große Projekte. Es ging ja darum, dass man mit ihr mal Dead by Daylight spielt oder, na gut, Phasmo ist nicht so ihrs, aber so gerade so Dead by Daylight oder sowas spielt sie wahnsinnig gerne. Weiß ich ja nicht, was du davon hältst. Ich würde vorher die Leute gerne so kennenlernen, bevor ich große Projekte mit denen mache. Und Pummelparty kenne ich, habe ich mit Lige und Faro's Gruppe schon gespielt. Man kann. Ja, cool, schön. Ja, die hat halt auch gefragt, gerade wegen diesem Pummelparty. Ich kann das noch gar nicht. Ich habe es bloß ab und zu mal schon mal an mir vorbeifliegen sehen auf Steam. Hat keine weiteren Beachtung geschenkt. Es scheint aber ganz lustig zu sein. Also sieht zumindest lustig aus. Das wäre ja vielleicht mal ein Ansatzpunkt, weiß ich nicht. Eine Art Mario Party Würfelspiel. Mhm. Das habe ich tatsächlich auch gelesen. Das hat irgendwie so Mario Party Vibes, genau. Also wenn du das erstmal nicht so möchtest, dann kann ich ja erstmal mit der, das ist die Happy heißt die, Happy 0815-2, kann ich ja erstmal mit ihr das spielen und mit meinen zwei anderen, mit der Xero und Fluffy Puffy, die würden da auch mitmachen. Können wir erstmal damit spielen, dann kannst du erstmal zuschauen und dir ein Bild machen, wenn du das möchtest. Musst du ja nicht gleich mit einsteigen. Das können wir gerne mal machen, genau. Wobei ich sagen muss, dass ich bei DBD grundsätzlich keinen Stich sehe. Habe ich schon überlegt, einfach mal heimlich zu üben, einfach mal einen Killer heimlich üben. Und dann euch einfach abziehen, eiskalt. Ja, kein guter. Ich krieg's gar nicht geschissen. Ich krieg's gar nicht hin. Jedes Mal, wenn ich Killer gespielt habe, das ist genau zweimal passiert, haben die mit Leichtigkeit gewonnen. Ich habe sie nicht gefunden, nicht einmal. Ich bin einfach kein Killer. Nee, nee.
ich habe dann auch mal einen am Haken gehabt, aber auch nur, weil er mich gelassen hat, weil er sich wirklich vor mich gestellt hat, dass ich ihn auch wirklich nicht verfehlen konnte. Nee. Na gut, wenn ich einmal hier bin. Ist doch nett. Ja, aber man fühlt sich dann auch leicht verkackeiert. Weil du weißt doch selber, wie es ist als Spieler, als Gamer. Man will ja nicht gewinnen, weil einen andere lassen, sondern weil man es kann. Na? Scheiße. Habe ich nicht gesagt. Entschuldigung. Aber nee, für die Nerven ist das Spiel auch ganz schön. Ja, einfach mal in Ruhe, einfach mal so ein bisschen Dachkärchern. Fetzt schon. Das bringt auch Freude. Schade. Fienchen träumt. Unter der Woche darf ich nichts Ruhiges spielen. Ich schlafe immer nach der Arbeit. Warum nicht? Umso besser kann man doch schlafen. Nicht? Aber nicht im Stream. Ach so, ja, nee, musst du ja nicht. Du kannst ja auch für dich so ein bisschen hier Dachreine machen. Ach so, ja. Es geht dann mehr darum, wenn du halt mal einen stressigen Tag gehabt hast, machst du mal diesen hier. Pass auf, warte. Ah, falsch das, sorry. Moment. Warte, zack, zack, zack. So. Ah ja, die Ohren. Ja. Ah. Zack. Zack. Fertig. Machst du für dich so ein bisschen die Bude sauber hier? Gibt ja auch kleinere Sachen, die du machen kannst. Da hast du mal schnell ein Erfolgserlebnis und du hast ein bisschen Ruhe. Machst du nebenbei schön japanische Lo-Fi-Musik an zum Beispiel. Dann ist das gut. Ist halt nur nicht so, wie ich immer die Tasten nicht treffen.
So, Hausdach weiter. Okay. Dann haben wir das Hausdach also fertig. Fertig. Fix und fertig. Wenn wir nochmal gucken hier, dass wir an den Seiten alles haben. Da kommen wir noch nicht ran. Das. Schaut soweit auch ganz schick aus, denke ich mal. Ja. So, bin etwas im Log, muss eben teilen. Ja, alles gut. Ich bin sowieso bloß eine Dreiviertelstunde da. Alles gut. Mach das mal. Sag einen schönen Gruß unbekannterweise. Sehr schön.
gar nicht so gut ran. Was machen wir denn da? Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner. Ach, Nini. Hör auf damit, ich kann dir das nie wieder zurückzahlen. Dankeschön. Danke, meine Liebe, danke, das ist echt lieb von dir. Danke, danke, danke. Mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das. Bah! Wie es wieder gut machen soll. Danke, Nini. Danke, das ist ganz lieb von dir. Danke für den Support. Sollst du auch nicht. Naja. Einzige, was ich machen kann, ist versuchen, dich zu unterhalten. Gut zu unterhalten. Hast du dieses seltsame Rumpeln gehört? Nein, habe ich nicht. Schornsteinabdeckung.
Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Dass ich da nicht rankomme. Ah, sehr schön. Puh, ich dachte schon, da komme ich gar nicht ran. Das war knapp. So, machen wir hier weiter. Na hallo, liebe Angel, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Schön, dass du vorbeischaust, da freue ich mich. Wie geht es dir, meine Gute? Möchtest du einen Pfefferkuchen haben? Nimm dir einen, bitteschön. Runtergefallen. Oh nein. Alles gut, macht nix. Ist nicht schlimm, Angel, alles gut. Ich hab dir schon mal gesagt, du hast bei mir noch keinen Arbeitsvertrag, alles gut. Und selbst wenn du einen hättest und verhindert bist, dann wär's halt so. Warst du schön unterwegs gestern sozusagen? Ja, ist sehr entspannt, ne? Das war ja auch, wie gesagt, gestern der Plan. Gestern Abend zum Feierabend, also zum Feiertag, habe ich mir gedacht, machst du mal ein bisschen was zum Chillen, quasi sauber machen und chillern. Eine Runde sauber machen und chillern. Das geht eigentlich immer.
Ja, bin gestern eine große Runde um den Stausee in unserer Nähe gelaufen. Ach, schön. Das Wetter hat ja bestimmt auch dazu eingeladen, oder? Wo habe ich denn aber jetzt hier an dem Sims noch Drag? Geht der hier noch rum? Ah, hier bestimmt, hier hinten noch. Okay. Lass mal sehen. Nö, eigentlich nicht. Zieht sich hier rum. Ah, nu. Ja, da kann ich sehr lange versuchen. Alles klar. Okay, alles klar. Bis um sieben hat es bei uns erst angefangen zu regnen. Da hatte ich gerade unterwegs zu Abend gegessen. Oh, was gab's denn? Finde ich auch immer ganz spannend, was es so unterwegs so zu essen gibt. Oh, beim Griechen ist immer gut. Grieche ist immer schön knoblauchlastig, finde ich immer gut. Knofi fetzt! Lass doch mal die Leiter da. Mach die Leiter da wieder hin. Nein, dahin. Mach die Leiter dahin! Plantagst. Als ich das letzte Mal beim Griechen war, da hatte sowas ganz Leckeres über dieses Gyros überbacken. Das war auch gut. Das war auch sehr lecker. Aber halt immer viel. Immer viel für mich.
Nam 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 nam. Das ist was Feines. Gyros mit Schafskäse fetzt. Was gibt's denn zu lachen? Ich will mitlachen. Hat er irgendwas Komisches gesagt? Schön Rest dazu mit zum Nachtisch Honig-Mandel-Aprikot. Das klingt auch gut. Achso. Ja, wenn ich mal irgendwo was esse, dann ist es meistens nur so überbackenes, weil sonst gönnt man sich das ja auch nicht. Alleine kalorienmäßig, weißt du? Ist das ja so ein Ding für sich. Ja, da kannst du aber dann auch davon ausgehen, dass wenn nicht viel los ist und es dauert trotzdem ewig, dass es frisch gemacht wird wenigstens. So, wie war das jetzt hier oben? War ich hier oben eigentlich fertig? Direkt mal gucken. Esse ja gern Kartoffelauflauf, aber es dauert Stunden, bis er fertig ist. Ja gut, ich koche meistens die Kartoffeln vor, das dauert mir dann zu lange. Ich koche meistens die Kartoffeln vor und dann gibt's die, tue ich die, wenn ich es mal mache, irgendwann mal in die Auflaufform und dann rinde mit in den Ofen. Das ist richtig. Das ist eine Möglichkeit und die finde ich persönlich nicht schlecht, weil da kannst du die Kartoffeln auch schon einmal in der Mitte teilen. Da dauert es nicht ganz so lange. Und lecker ist es trotzdem, weil schneidest du ja dann eh bloß nochmal in Scheiben. Dann ist das gut.
Ach, warum denn nicht? Warum sollen die Kartoffeln das nicht mitmachen bei deiner Spontanität? Was ist nun, warum kann ich nie aufstehen? Ich würde doch gerne aufstehen. Gehört das noch dazu? Nee. Das gehört noch dazu. Nein. Jetzt. Sag mal, wo ist denn hier noch Dreck? Das sind da gar nicht mehr viel. Geht doch. So, mir kommt mal erst kurz vorher der Gedanke, dass ich auf so etwas Appetit habe. Und da sind meist keine Kartoffeln dabei. Hätte schon mal welche übrig und die sind dann leider im Kühlschrank kaputt gegangen. Einfrieren ist ja nicht, weil die danach ja so latschig sind und zerfallen. Thank you.
bleiben wir stehen. So. So vielleicht. Ja, damit müssen sie leben, wenn sie ordentliches Haus haben wollen. Oder müssten es halt öfters mal machen. Außerdem ist das alles Brunnenwasser, Angel. Alles gut. Alles Brunnenwasser. Ja, besser ist das. So. Sehr schön. Ja, es wird ja. Wie lange haben wir noch? 13 Minuten haben wir noch. Uiuiui. Ob wir das noch schaffen? Übrigens, wenn du magst, kannst du von mir dem Nemiman einen schönen Gruß sagen, weil ich werde wohl diesen Freitag nicht zuschauen können und auch nicht als Mod fingieren. Ich glaube, er ist gar nicht da. Er hatte sowas gesagt, dass er die nächsten 2 Wochen nicht streamt. Okay.
Ja, ich kann, wie gesagt, auch nicht, weil ich habe mal meine lieben Kleinen. Und da kann ich weder Stream gucken, noch Stream machen. Ja, na, im Oktober hat er irgendwie gesagt, dass da was ist, weil ich, das kann ich mich auch dran erinnern, aber wann das halt genau war. Das weiß ich leider auch nicht mehr. Ja, für den Fall, dass er doch streamen sollte, kannst du ja von mir mal einen schönen Gruß sagen. Super, dankeschön. So. Oh boy.
Jetzt habe ich mich gerade vor meinem eigenen Spiel erschrocken. Ich gucke gerade bei mir hier drüben auf dem Bildschirm und wundere mich, was hinter mir hier gerade hochkommt. Ich sage nach müde kommt doof. Oh Mann. Das war wohl das Haus einer Hexe, die verschwunden ist im Nationalpark. Und wir sollen es jetzt sauber machen. Ja, das Haus stand lange, lange leer. Angeblich. Deswegen sieht das so aus. Und jetzt hat das jemand für einen Schnäppchenpreis geschossen. Und ich soll es jetzt sauber machen. Das ist jetzt so die grobe Geschichte. Sag mal, hatte ich dich eigentlich schon gefragt, was du heute so gemacht hast auf Arbeit? Ich bin wirklich durch heute. Wenn es nur im echten Leben immer Bing machen würde, absolut, ja. Dann weißt du ganz genau, wann es geschirrig sauber ist, ne? Zum Beispiel.
Da bist du nicht der Einzige. Ich bin immer der Meinung, dass heute Freitag ist. Ich war auf Arbeit heute. Wieder mit der Heimversorgung beschäftigt. Ach so. Oh nein, Zeit ist abgelaufen. Verdammt, ich hab's noch nicht geschafft. Ja, ist ja nur noch die Seite, die machen wir noch fix fertig. Dann haben wir es geschafft. Dann ist gut für heute. Nein, nur ich muss morgen früh um 5 aufstehen, habe mir dementsprechend da oben eine Uhr gestellt, wie lange ich machen kann, damit ich noch einigermaßen Schlaf kriege. Weil ich morgen früh, wie gesagt, um 5 aufstehen muss. Aber da ich jetzt so weit dran bin, mache ich das noch schnell fertig hier. Dann kann ich die Nacht deswegen nicht schlafen. Außerdem sollst du ja auch noch was davon haben, wenn du schon hinzustößt. Weißt ja, ich bin Dienstleister. Was mit mir nur wieder? Ja, alles gut. Ich bin auch mal gespannt, wie dieses neue Assassin's Creed wird, was morgen nur rauskommt. Bin ich echt neugierig drauf. Es soll ja nur wieder mehr mit Schleichen zu tun haben. Ich freue mich. Mal gucken, ob ich das für einen erschwinglichen Preis irgendwo schießen kann.
Noch nie gesehen? Ach, ist ganz toll. Ich mag das sehr. Angefangen habe ich damals mit Teil 3. Und habe dann das Origins gespielt. Da gibt es so viele Teile, die ich auch noch nicht gespielt habe davon. Ich dachte doch, ich hätte mehrere gespielt. Aber es waren doch noch einige, die ich noch nicht gespielt habe. Bin jetzt gerade dabei, auf der Switch 1 durchzuspielen. Es ist so ein bisschen rummördern mit Geschichtslernen, mit Geschichte lernen. Das ist eigentlich ganz cool. Weil die haben in dem Spiel ein bisschen die Geschichte verwurstet. Der dritte Teil ging zum Beispiel um den Bürgerkrieg. Da gab es nur einen Teil, der hieß Black Flag. Der ging, wie der Name schon vermuten lässt, um Piraten. In der Karibik. Das war cool. Das war fast schon mein Lieblingsteil. Dann haben sie angefangen, aus dem Schleichspiel ein richtiges Actionspiel zu machen. Und da war ich dann so ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Weil ich fand diese... Nein, gar nicht. Gar nicht, nichts mit Horror. Du bist quasi ein Assassine, der Bruderschaft der Assassinen. Kommst du immer irgendwie dazu. Und kämpfst quasi gegen die Templer. Das ist eigentlich ziemlich nice gemacht. Ich mag das sehr gern. Ich überlege hier, wo der Dreck ist. Dreidimensional, Mac. Dreidimensional ist das Spiel. Nee. Ich finde das ziemlich cool gemacht. Das hat so ein bisschen was mit Ruhm, Ehre zu tun. Das ist ganz cool gemacht, finde ich. Eine Bruderschaft, das fetzt schon. Und halt, die haben auch halt die Geschichte drin mit so verwurstet. Das ist ganz cool. Natürlich gibt es wieder einen Bösen, es gibt einen Guten, so wie immer, sehr klar. Kannst du dir das sehr gerne mal angucken. Was ziemlich cool war, war Assassin's Creed Syndicate. Da hast du mit einem Geschwisterpaar gespielt in London, im viktorianischen London. Das war ganz cool. Das hat mir ganz gut gefallen. Und was auch, wie gesagt, ganz gut war, war Black Flag. Das hat mir ganz, ganz besonders gut gefallen wegen den Schiffen.
wegen Piraten. Da hast du Blackbeard getroffen und sowas. Das ist ganz cool gemacht. Assassin's Creed 3. Bist du, wie gesagt, in der Kolonialzeit. Und du willst dann auch irgendwann wissen, wie das alles weitergeht. Und weil du, es ist im Endeffekt, ist das, läuft das alles über Erinnerung. Aber guck das mal in Ruhe an. Ich weiß ja nicht, du wirst da keinen Steam haben, nehme ich mal an. Aber das müsste es auch auf YouTube geben. So, Leiter, Popeiter. Ach ja, den Weg müssen wir auch noch machen. Leiter. Immer heiter weiter mit der Leiter. Und hoch. Hast du eigentlich die Terrasse schon komplett drehen? Ne? Ja. Okay. So, was habe ich vergessen? 88% gereinigt? Irgendwas fehlt offensichtlich. Ach so, vorne, ja, der Nasichi.
Sag mal, Angel, was mir gerade einfällt. Einfach nur mal eine Frage. Die musst du nicht beantworten, kannst du aber. Bist du noch da? Also es ist nicht die Frage, aber die darauf folgende Frage dann. Ja, okay. Ich würde dir einfach mal die Frage stellen. Und wenn du möchtest, darfst du mir die gerne beantworten. Ansonsten sagst du einfach, möchte ich nicht, ist zu privat, dann lässt es, okay? Darf ich dir die Frage stellen? So privat ist es nun nicht. Ich wollte, mir ist das nochmal durch den Kopf gegangen, weil du sagtest, du hast kein PayPal. Warum hast du kein PayPal? Hast du da Sicherheitsbedenken oder woran liegt es? Das ist nur mal rein für mich als Interesse, weil das interessiert mich immer. So, Geländer, Fensterrahmen, Holzverkleidung. Da müssen wir nochmal gucken. So. Geländer. Das hier ist es. Ach, hier, guck mal. So. Fensterrahmen. Holzverkleidung. Das sind bestimmt die hier unten. Ja. Mal unten drunter mal lang gehen. Eine fehlt noch. Aber welche?
Na sag mal. Ich lese es gleich, okay? Wir müssen mal schnell erstmal zum Ende kommen hier. Okay, wo habe ich denn hier noch Holzverkleidung? Sims? Das könnte es auch sein. Das wackelt aber auch nicht. Boah. Sehe nichts mehr blinken, ey. Ja, wie gesagt, du kannst ja eigentlich hier draufklicken. Und dann zeigt es dir das an. Dann müsste das so leicht blinken. Aber ich sehe halt nichts blinken.
Tür. Pfosten. Achso, müssen wir wieder verarschen, das ist auch Holzverkleidung. Ne, das ist Sims. Dort. Na endlich. Sehr schön. Muckingham. Ha, ein Schuhhaus. Und ein Skatepark. Wie cool. So, mal gucken, was hat sie denn geschrieben, die Angel? Ich mache mir da immer so meine Gedanken wegen der Sicherheit. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Ich mache immer erst etwas, wenn ich es wirklich brauche und ich mich damit auskenne. Hat zum Beispiel auch sehr lange gebraucht, bis ich Discord hatte. Ich bekomme fast täglich von PayPal Nachrichten, ob ich mit den, obwohl ich mit denen gar nichts am Hut habe, da fällt es mir schwer, da zu unterscheiden, was echt ist und was fake. Okay, du kriegst Nachrichten von PayPal? Das ist faszinierend. Was steht da drin in den Nachrichten? Okay, also erstmal so viel dazu. Gehen wir in Just Chatting. Kriegst du das auf allen E-Mail-Adressen? Du hast ja offensichtlich ein paar, oder?
Nun, weil, zwecks der einen Google-Sache da mit dem Guthaben, hattest du ja mal erzählt, hast du erzählt, dass es einmal eine alte war. Also ging ich jetzt mal davon aus, dass du mehrere hast, weil ich habe auch mehrere. Und habe ich recht oder habe ich nie recht? Die Google-Adressen sind bei mir nicht relevant. Ich schaue fast nie nach, weil ich da keine Nachrichten bekomme. Ich mache das alles über web.de. Und da habe ich zwei Adressen und auf beiden kommen die Nachrichten. Und auf den Google-Nachrichten wäre ganz spannend zu wissen, ob sie da auch kommen. Weil da könntest du ja theoretisch dafür, für dieses Konto das nehmen. Weil da weißt du, dass du dich mit dem Konto angemeldet hast und wenn darüber irgendwas kommt, dann kannst du davon ausgehen, dass es echt ist. Weil ich habe persönlich mit PayPal kein Problem. Überhaupt nicht. Ich finde das sehr praktisch sogar. Nun, ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn du auf web.de solche Nachrichten bekommst, dann würde ich aber web.de nicht vertrauen. Dann vertraue ich eher Google. Das ist im Endeffekt scheißegal, wo du welche E-Mail. Du kannst da, glaube ich, auch mit deiner Telefonnummer rangehen. Warte mal, ich schau mal eben.
Ah, ne, geht tatsächlich nur mit der E-Mail. Ja, dann brauchst du halt noch ein gutes Passwort. Aber dafür kann man ja einen Passwortmanager nehmen. Also musst du nicht, wie gesagt, also ich habe damit keine Probleme, nicht ein bisschen. Überhaupt nicht. Genau, ich will dir ja auch nicht aufquatschen. Das musst du im Endeffekt ganz alleine wissen. Es hat mich nur mal interessiert, aber ich dachte mir sowas schon. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann macht das auch weiter so. Wie gesagt, du musst es ja nicht machen. Das hat mich, wie gesagt, nur mal interessiert. Aber sowas in der Art dachte ich mir schon. So, meine Lieben. Für heute ist Zicki-Zacki. Ich bin schon wieder 40 Minuten über der Zeit. Und muss noch mit Fini gehen. Und danach ins Bubu. Meine Lieben, es war mir ein Fest. Wie gesagt, die nächsten Tage wird es nichts. Ich vermute mal, wenn dann erst wieder Mitte nächste Woche. Wenn überhaupt. Mal gucken. Oder je nachdem, was ich für Schicht habe, Sonntagabend. Aber mal sehen. Das wünsche ich dir auch, meine liebe Inche. Ich wünsche dir eine wunderbare Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes. Und wir hören uns vielleicht, wie gesagt, wenn Nemi wirklich mal streamen kann, gucke ich mal, ob ich reinschaue, aber ich denke mal, ich werde es nicht schaffen. Ja? Wie gesagt, vielleicht sieht man sich am Sonntag, mal gucken, wie es passt zeitlich, ne? Alles klar. Dann gebe ich jetzt den Abspann. Ich starte ein bisschen Abspann. Zack. Ihr lieben süßen Mäuse, ich bedanke mich, dass ihr alle so zahlreich da wart. Und ich freue mich erst aufs nächste Mal. Ich weiß noch gar nicht, was wir das nächste Mal machen. Mal sehen. Vielleicht bin ich da außersehen schon zu Geld gekommen und wir spielen Assassin's Creed. Mal sehen, mal schauen. Weiß ich noch nicht. Aber ich befürchte mal nicht. Mal sehen, was wir machen. Ich habe ein bisschen Zeit zu überlegen. Vielleicht mache ich wieder was mit Fluffy und Xero. Mal schauen. Mal gucken. Wir werden schon was finden. Ich bedanke mich bei AmorTigris3 für sein Follow. Das ist gestern schon passiert. Ich hatte es schon auf dem Handy stehen. Aber trotzdem nochmal danke dafür, mein Lieber. Ha, ich habe es gemerkt, mein Lieber. Ich bedanke mich auch bei der Nini für fucking 300 Bits. Vielen lieben Dank dafür. Und ich bedanke mich, dass die Angel da war. Ich bedanke mich, dass die Nini da war. Ich bedanke mich auch ganz stark, dass Amortigis da war. Tigris da war. Tut mir leid, ich muss Abschluss einfach so drucken. Und dass sie mir ein bisschen Gesellschaft geleistet hat, dass ich hier nicht so Alleinunterhalter gemacht habe. Das war sehr schön, da habe ich mich drüber gefreut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schlaf gut, träumt was Schönes, meine Lieben. Ich lasse jetzt noch die Musik auslaufen und dann ist viel. Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner. Ha. Angel, vielen lieben Dank für die 5 Bits. Dankeschön, vielen lieben Dank. Warte. Dankeschön, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Dankeschön. Du Nase! Kein Matze da. Doch, Matze ist da. Wie schon Ende? Da ist er. Der kann ich übersehen. Ja, Matze, leider schon Ende. Ich muss jetzt ins Bettchen. Es tut mir leid. Aber ich habe schon gesagt, vielleicht klappt es dann doch wieder, okay? Tut mir leid, mein Großer. Ich habe letzte Nacht schon gar nicht geschlafen. Ich muss diese Nacht unbedingt schlafen. Tut mir leid.
Morgen ist auch Nini dran. Schlaf gut. Wir sehen uns morgen bei Nini. Ciao, ciao.